Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer Versprechung, die ich schon in Ewigkeiten gemacht habe, aber noch nicht eingehalten habe, weil es einfach noch nicht geht. Also zu Mad Games Tycoon, sorry. Aber ihr seht ja selber, was hier gerade abgeht. Und ich warte eigentlich drauf, dass wieder die neuen Aufträge reinkommen. Wird wahrscheinlich nichts. Nee. Okay, gut, dann kann ich die Jungs wenigstens wieder ein bisschen abziehen. Den Kenny. Der ist gut in der Programmierung. Den setzen wir da rein. Der ist also noch ein Kenny. Das war das Problem. Jerry, Davis und Run. Ah ja, ich habe sie trotzdem. Das ist trotzdem meine 1. Das ist trotzdem meine 1. Ernsthaft jetzt? Entfernt hast, kannst du die Gruppenmitgliedschaften löschen. So, dann mache ich das doch auch. So, und wen habe ich denn hier? Das ist der Kenny. Der darf da nämlich eigentlich gar nicht bei sein. So, das hier ist jetzt meine neue 1. Okay. Habe ich hier noch Platz drin? Nein, habe ich nicht. Habe ich hier unten noch Platz drin? 3 Leute? Ja. Das heißt, ich setze die 3 Leute hier unten jetzt mit in die Programmierung rein. Und kann sie auch da unten direkt wieder rausziehen, wenn da oben wieder ein Auftrag ist. Das ist doch mal schön. So, hier ist die Programmierung jetzt auch im Gange. Das heißt, wir kommen so langsam an die Ziele, dass wir uns wirklich ein Spiel herstellen können. Bitte? Du rennst den ganzen Weg von da unten bis, weil du tanzen willst? Da ist eine Anlage, Mann! Wegfindung ist auch nicht das Nonplusultra von den Jungs hier, oder? Kann das sein? So, Arbeitsauftrag. 6 Wochen. Oh. Ja, mach mal. Mach mal. So. Weiter geht's. Animationsstufen jetzt noch. Das heißt, wir haben jetzt für Game Design und für Sound Design alles fertig. Gibt für ein bisschen Kleingeld. Bahn verloren. Ja, alles fertig. Was habe ich hier noch drin? 4 habe ich hier noch drin, ne? Der müsste eigentlich nicht zuhören. Kenny, genau. Entschuldigung, musst du gerade husten. So, meine neue 1, es gibt Aufträge. Meine neue 1, es gibt Aufträge. Es ist... Mann! Ah! Zack, zack. Er ist fertig da. Oh, Engine ist fertig, sehe ich gerade. So, alte Engine updaten, wieder mal Jump'n'Run machen wir jetzt als erstes. Plus nehmen wir raus. Features alle hinzufügen, zack. Mal schön aktuell halten. So, das ist auch fertig. Es ist 2000. Mhm. Zerstörbare Umgebung. Mit dieser Technik können Maps in Echtzeit verändert werden. Dadurch entsteht ein komplett neues Spielgefühl. Ja, dann Prost Mahlzeit. Geht ja schnell. Wir haben zurzeit die ganz großen Programmierer mit dran sitzen und da kommen jetzt im Jahre 2000 kommen die schon. Es ist ja echt, das ist echt cool. Im Jahre 2000 kommen schon, was mache ich denn für Mist? Kommen schon die ersten neuen Features rein. Das ist schon, das finde ich super. Das ist echt gut. Ah, schon wieder Aufträge, ey. So, zack, Features, kein Ding. So, die Programmierung machen wir auch. Dann haben wir hier gleich, ja, okay, noch mehr Arbeit für den Kleinen, aber ist auch ganz gut. Gucken, ob wir neues Personal erstellen können. Level 5, tadada. Denkspiel. Denkspiel ist nicht das, was ich haben will. Fortgeschrittene 3D-Engine auch nicht. Strategie, speichern, hatten wir alle schon.
Aber es ändert ja nichts dran, ne? Eigentlich. Also eigentlich brauche ich ja mehr Personal. Aber ich kann das überfällige oder überstehende Personal nicht beschäftigen mit Aufträgen, wenn alles voll ist. War ja doof irgendwie, ne? Guck mal hier, der ist fertig, sehe ich gerade. Das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Was hat denn der gemacht? Ich glaube, der hat Game Design programmiert, ne? Kann das sein? Komm, dann kriegst du noch einen Crashkurs in Sound verpasst. Ist jetzt egal. Großen. Und du? Was machst du? Fifi, du bist ein guter Grafiker, aber schlechter Game Designer, Programmierung auch schlecht. Komm, programmieren muss man aber können hier, um was zu machen, also. Ah, fertig da. Der ist auch gleich fertig hier mit seinem Grafik, der kriegt dann auch nochmal einen Crashkurs, der passt in Programmierung. So, gut, dann kommt das Personal hier unten, was ich jetzt nehmen werde, damit rein. Langsam wird es unübersichtlich. Guck mal, hier haben wir noch einen Jump'n'Run Fifi mit Scrolling. Nee. So. Bleibt so. Bleibt so. Ja, langsam wird's voll, ne? Finde ich aber gut. Wir kriegen immer mehr Mitarbeiter und können uns das halt auch irgendwie gerade leisten. So, das war die Engine hier unten. Forschung. Zack, jetzt geht's auf die Spiele. Und jetzt geht's an die Engine. Da will ich ja schon 27% für haben. Will ich da schon 27% für haben? Will ich dafür schon 27% haben? Boah, was bitte? 172.000. Ah, nee, Moment. Ich habe ja hier noch irgendwo. Ja, die Videosequenzen drin. Alles klar. So. Aufträge. 5 Wochen. Verstehe ich nicht. Komm, wir fangen trotzdem mit dem untersten an. Schaffen wir. Zumindest würde ich glauben, dass wir es schaffen. So, dich habe ich gesagt. Programmierung. Dem sehe ich aber gerade nicht so, dass wir es schaffen. Und da wurde wieder eine Engine von mir verkauft. Das ist auch schön. Gibt auch wieder Knete. War er das jetzt? Hatte ich ihn jetzt, ja, ne? Ihn und ihn hatte ich, glaube ich, ne? Den Kenny hatte ich auf jeden Fall und den Paris, glaube ich, hatte ich auch. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Oder 1, 2, 3, 4, 5. So hatte ich die, glaube ich, gesetzt, ne? Ja, ich glaube schon. Wer geht da zum Stuhl? Ja, der gehört da oben rein, aber das schaffen wir jetzt auch mit dem letzten Rest, schaffen wir jetzt auch zu zweit. Alle zweiter Welt, will ich jetzt nicht sagen, aber es reicht. Boah, verdammt, acht Aufträge, in Worten acht. Mann, ey. Ich bin hier unten nur noch am Engine updaten. Oben bin ich nur noch am Programmieren. Und da bin ich nur noch am Aufträge machen. Und zwischenzeitlich weiß ich nicht. Das Spiel ist fertig. Ne, Moment, da kann ich nichts mehr machen. Wo ist es da? Sonstiges erforschen. So, das war das große Spiel. Ich komme nicht mehr unter 10 Millionen gerade. Ne? Ihr seht das gerade. Das ist faszinierend. Wie Spock sagen würde, faszinierend. Naja, komm. Von unten nach oben arbeiten wir die Aufträge wieder ab. Gut, der ist auch gleich fertig hier. Warum mache ich den dann nicht? Ich kann die doch schon da reinsetzen und dann rausziehen. So, da haben wir nämlich jetzt nichts mehr zu forschen. Das ist das Problem. Haha. So, also machen wir Genres. Genres? Heißt das Genres? Weiß ich gar nicht. Wie ist die Mehrzahl davon? Müsste eigentlich, ne? Komm, dann machen wir hier. Tja, Puzzlespiel würde ich gerne mal machen. Weil das ist halt auch eine
eine Errungenschaft, die man freischalten kann. Mache ein Puzzlespiel im Bereich schwer. Aber ich weiß nicht, ob das erst später dazukommt. Im Jahre, weiß ich nicht, späterem halt. Jahre. Wir forschen jetzt einfach mal alle Genres nacheinander mit den beiden. Dann haben die immer noch genug zu tun. Ja, wird schon. Hoffe ich zumindest. So, mit denen hier knattern wir die Aufträge durch. Hört sich jetzt komisch an, weiß ich, aber... Was? Red Fokker hat ein... Moment, das Spiel heißt Red Fokker, kommt von Blue Ocean. Verkaufte Einheit 1530. Was ist das denn? Was haben die denn gemacht? Ein Text-Adventure oder was? Engine updaten. Letzte Engine auch auf 27% bringen. So, Jump'n'Run Engine. Features. So, und das Schöne daran ist ja gerade, ich kann ja nicht mehr machen. Ich kann ja gerade nicht mehr machen. Weil hier ist ja belegt. Und weil da belegt ist, kann ich ja nicht mehr machen. Haha. Ihr wisst, worauf ich hinaus will, ne? Also ich kann gar nicht mehr forschen gerade und die hier unten beschäftigen. Das heißt, wir können hier unten jetzt mit ihnen die Aufträge abarbeiten. Und dann schaffen wir es vielleicht auch mal, ein neues Spiel zu programmieren. Mann. Oder unser erstes Jump'n'Run würde mich zumindest mal interessieren. So, das will ich gerne weghaben. Arbeitsaufträge. So, fangen wir hier von oben an. Die kleinen, kurzen Aufträge machen die da oben. Okay. Kampfsport machen wir als nächstes. Da wurde die Geschicklichkeitsengine wieder. Sieht super aus. Gut. Gut, wir können. So, 19 Wochen schaffen wir das. Also in 19 Wochen schaffen wir das auf jeden Fall. Auftragsarbeit. So, die dicken Aufträge oben machen die hier oben und die kleinen Aufträge machen sie unten. Unterstützen quasi. So, und damit kriege ich die dann hoffentlich weg. Na, seht ihr das? Da kam schon wieder einer zu, aber einer ist auch direkt wieder weg. Das ist auch schon mal nicht schlecht. So, habe ich jetzt irgendwas vergessen? Ist irgendwas offen? Nö, eigentlich habe ich alles. Und das heißt, wir können uns eigentlich gleich, Moment, ranbegeben. Level Editor. Für Rollenspiel. Rollenspiel will ich ja später vielleicht auch nochmal irgendwann machen. Und der hat eine ordentliche Geschwindigkeit, der Junge. Komm. Der kann damit aushelfen. Das ist Game Design, ne? Wenn mich nicht irren würde. Ja, okay, da ist er schon relativ schnell. Oder ist das hier Programmierung? Ich weiß es nicht. Auftragsarbeiten. Wir nehmen lieber mal den hier. Und hier haben wir eine Auftragsarbeit gesehen, habe ich gesehen, für 4 Wochen mit 6000. Boah, das würde mich reizen jetzt, ne? Wie, schon eine Woche weg? Ach, 4 Wochen waren es nur. Oh, ne, das schafft man nicht. Habe ich die Besten, der Besten drin? Nein. Run ist kein guter Programmierer. Verkacken wir das halt. Dann ist es halt so. Oder wir schaffen's. Wir schaffen's. Wie geil ist das denn? 4 Wochen für 6000. Boah. Das ist heftig. Das finde ich heftig. Gut, wir werden hier die Genres werden hier langsam nach und nach erforscht. Das ist schon mal ganz gut. Auftragsarbeit hier unten ist auch wieder fertig und... So, welche nehmen wir? Die 12er, die... Ach, die hier unten ist kleiner. Komm, nehmen wir die. Passt schon. So, Augenblick bitte. Muss ich mich kurz räuspern. Und einen Schluck trinken. Kennen wir ja schon. Und dann kommt natürlich irgendwie... Ist irgendwas fertig und dann... Ja, ich trinke erstmal was. Moment.
So, was ist jetzt fertig geworden? Ein Kurs in Programmierung ist fertig geworden. Er hier unten ist fertig geworden. Okay, starte Kurs. Spieldesign. Komm, dann kann ich es jetzt auch pushen. Ich kann es eh nirgendwo anders im Tor bringen gerade. Dann kann ich es jetzt auch pushen. So, Auftragsarbeiten. Den kleinsten Auftrag haben wir da mit 4 Wochen. Mit 12 Wochen. Mit 8 Wochen. 8 Wochen macht der oben gleich. So, Auftragsarbeit. Die 8 Wochen will ich da oben lieber machen. So, noch was fertig geworden. Was haben wir bei ihm jetzt hier noch zu tun? Grafik könntest du noch einen Kurs verpasst bekommen. Das machen wir also auch. Grafik für Fortgeschrittene. Ja, der oben ist... geht um einiges schneller als hier unten. So, Auftragsarbeit. Letzte Auftragsarbeit für heute. Letzte Aufruf für heute, dann ist es soweit. Dann geht's los. Ja, hätte ich... Hollow Engine. Echt jetzt? Da muss ich mal ganz kurz gucken. Da muss ich mal eben gucken. Wartet mal. Lizenzen erwerben. Ne, Moment. Lizenzen wollte ich gar nicht holen. Was wollte ich denn holen? Engine wollte ich holen. Hollow Engine. 36. Was? Bitte? Ah, okay. Für Ego-Shooter. Ja, war irgendwie klar. Okay. Ja, gut. Ich habe mich auch schon gefragt, wann kommen die nächsten Engines raus von den Computergegnern, aber jetzt weiß ich es ja. So, Auftragsarbeit. Nein. Das ist mir zu heikel. Das machen wir hier oben. Das schaffen wir hier unten nicht. Auch wenn hier unten 4 Leute drin sitzen. Auftragsarbeit 5500 in 6 Wochen machen wir lieber oben. Der Programmierkurs ist auch jetzt fertig. So, mein Freund, du kriegst jetzt Musik und Sound verpasst. Nur damit wir nicht überall das gleiche machen. So, passt das. Was ich mich übrigens auch frage ist, nehmen wir mal an, so ein Kurs, so ein großer Soundkurs würde jetzt, sagen wir mal, 30 Soundpunkte bringen. Bei ihm. So. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viele es sind. Einfach mal angenommen. Es bringt jetzt. Ein großer Soundkurs bringt 30 Soundpunkte. Wenn ich jetzt ihn hier drin habe, kriegt er 30 Soundpunkte obendrauf. Wenn ich jetzt aber 3 Leute hier drin sitzen habe, dann würde ich mich interessieren, kriegen alle 3 Leute, wenn ich nur einen einzigen Kurs bezahle, 30 Soundpunkte obendrauf? Oder kriegen die 3 Leute den einen Kurs aufgerechnet und jeder kriegt 10 Soundpunkte obendrauf. Das habe ich noch nicht getestet. Vielleicht kann mir das jemand von euch sagen. Weil das würde mich mal interessieren. Und ich weiß es leider nicht, wie das abläuft. Also vielleicht habt ihr da Erfahrungen, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Denn ich weiß es nicht mehr. Oder ich weiß es grundsätzlich nicht, wie das abläuft. So, jetzt muss ich mir mal ganz kurz überlegen. Wir werden jetzt schon mal langsam und sicher anfangen. Speicherpreisbuch. Das ist negativ, ne? Das ist negativer Buff. Der sollte rot markiert werden hier. Das ist ein negativer Buff. Also Konsolen würden uns jetzt mehr kosten. Also die Konsolenherstellung würde uns jetzt mehr kosten. Aber es ist uns egal, weil ganz ehrlich, wir haben noch keine Konsolen und wir werden noch keine Konsolen haben. So, jetzt muss ich kurz überlegen. Was wollte ich jetzt machen? Achso, ich wollte Vorbereitungen treffen. Vorbereitungen für hier, die Bereiche, wo wir es gleich programmieren werden. So, mal gucken. Was haben wir denn hier? David Jeffers. David ist gut. Gut im Bereich Game Design. Der Toshi. Toshi ist auch gut
im Bereich Game Design. Und der Boniface Winter, sorry, der ist gut in Musik und Sound. Allerdings ist er auch ein Jump'n'Runner. Das heißt, er wird gleich hier oben mit reinkommen. Da ist noch ein Jump'n'Runner, der ist gut im Bereich Grafik. Bilddesign wird ja gerade noch ein bisschen gepusht. Programmierung, so lala. Mal gucken. Da ist noch ein Jump'n'Runner. Der ist im Bereich Grafik, Programmierung gut und der kriegt jetzt noch Soundeffekte verpasst. Da ist noch ein Jump'n'Runner. Der könnte auch mit rein. Das heißt 1, 2, 3, 4 und Run werden dann 5, ne? Was haben wir hier? Gut. Damit haben wir unsere 5. Das heißt, wir verteilen den Rest hier oben, die hier oben drin sind, auf die anderen Bereiche. Und er, wo ist er? Hier ist er. Der Kenny. Der geht in den Bereich Motion Capturing gleich. Und sie. Sie kann alles so ein bisschen. Sie würde ich da sitzen lassen. Sie hier macht mir vielleicht ein paar Aufträge. Nee, Aufträge. Macht sie ein paar Aufträge? Nee. Was macht sie denn? Ja, so ein Mädchen für alles halt, ne? Die Kati. Sie macht gleich, ja, ich weiß nicht, was sie macht. Müssen wir mal gucken. So, gibt es noch eine 500.000. Und noch mal ein bisschen mehr. Aber ich glaube, die Spielentwicklung wird uns gleich auch ein bisschen was kosten. So, auf geht's. Auf geht's, Jungs. So, was haben wir hier? Da hätten wir Grafik, Sound, Scheiße. Grafik, Sound, Mist. Und da haben wir vielleicht ein bisschen was mit Grafik. Das heißt, wenn gar nichts mehr geht, würde ich ihn noch in die Grafik packen. Was haben wir hier? Sag mal, habe ich die nicht gelevelt? Ich habe die alle nicht gelevelt, kann das sein? Ich habe keine für Sound. Das glaube ich jetzt nicht. Ich habe echt keine Leute für Sound. Ey, das kann jetzt doch nicht sein. Ja, ich weiß, da liegen schon wieder zwei Aufträge vor. Dann lasse ich hier jetzt noch ein bisschen was hier verbessern im Sound und so. Dann sollte das passen. Keine Ahnung. Und vielleicht eine kleine Auftragsarbeit, ja. Bin hier unten nochmal durchjagen. Da sind auch zwei Leute drin hier, ne? Ja. Okay. Volles Risiko jetzt hier. So, dann trainieren wir die halt noch so ein bisschen, bis die Bereiche fertig sind. Ich brauche noch Leute für Sound. Ich muss doch irgendwie. Leveln die keinen Sound hier drin oder was? Sound erstellen, da ist doch alles. Ach, guck mal, da haben wir noch einen für Sound. Ah ja, der war auch schon drin, ne? Ne, Moment, er war noch nicht drin. Der kommt auf jeden Fall in die Soundabteilung rein. So, aber der Rest ist doch echt beschissen dran. Macht da irgendjemand, ne, Spiele, Sound, ne, da macht auch wieder keiner Grafik, sonst würde ich jetzt einen rausziehen.
Dann würde ich hier den Davis dazu mal schon die Grafik reinsetzen. Dann hätte ich zumindest noch ein bisschen mehr Grafik. Ich meine, dass Run hier drin bleibt, ist klar. Das schließt sich von selber. Oh shit. Eine Woche noch. Ja, schaffe ich nicht. Ja, gerade so. Gerade so. Auftragsarbeit. Mein Gott, ich bin jetzt echt am Überlegen. Und ich sehe schon, wenn ich habe überzogen, weil ich einfach nur am Überlegen bin. Weil ich einfach gerade feststelle, ich habe nur einen einzigen für Sound und kann die aber nicht alle in die QS packen, weil die alle einfach, weil so wenig Platz ist in der QS. Oder ich müsste in der QS halt noch einen weiteren Schreibtisch reinstellen. Aber dann habe ich im Soundbereich nur eine Person drin. Und im Grafikbereich den Rest oder was? Das geht doch nicht. Ja, da müssen wir uns morgen drüber Gedanken machen. Also für heute ist die Folge schon wieder verdammt lange überzogen. Das ist die längste Mad Games Tycoon Folge, die ich jetzt in der zweiten Staffel hatte. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich so lange überzogen habe. Und schaltet auch morgen wieder ein, wenn ich dann hoffentlich nicht überziehe. Und wir hoffentlich mal irgendwie eine Lösung finden, weil ich will jetzt langsam wieder anfangen, ein Spiel zu programmieren. Also, macht euch noch einen schönen Tag. Gehabt euch wohl und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.